Hallo meine lieben Freunde, ich grüße euch auf meinem Kanal Bastelei, ich bin Wolfgang Lei und ich bin dermaßen happy, dass ich in den letzten Tagen 4000 Abonnenten überschritten habe. Ich danke euch da draußen in den Tiefen des Internets 4000 Mal für euer Abonnement, vielen, vielen Dank. Das hilft mir insofern weiter, dass ich das euch auch nicht verschweige. Ich bekomme von Google bzw. von YouTube da jeden Monat oder nahezu jeden Monat, ich weiß es gar nicht so genau, waren 80, 90 Euro, manchmal waren es auch schon 100. Ja, das freut mich sehr, ja, und ich kann mir dadurch so ein bisschen als armer Rentner meine Hobbys finanzieren. Unter anderem auch mit diesem Video, was wahrscheinlich ein bisschen länger dauert. Ich habe vorhin schon 38 Minuten drauf gehabt. Wenn euch das wirklich interessiert, wie ich meine Shellys einsetze hier in meiner Werkstatt, zum Beispiel Alexa, dreh Strom aus. Okay. Ja. Ihr habt es gesehen, hat er hier meine Bohrmaschine ausgeschaltet und jetzt schalten wir sie nochmal ein. Alexa, Drehstrom ein. Okay. Und in diesem Video zeige ich euch, wie ich diese Shellys, die es für, ich glaube, 14 Euro gibt, in alte Funksteckdosen eingebaut habe, wo ein ordentliches Gehäuse drumherum ist, und die habe ich dann hier in meiner Werkstatt, und da gehen wir jetzt gerade mal rum, die habe ich hier in meiner Werkstatt, das hier oben ist das Maschinenlicht, Alexa, Maschinenlicht aus. Okay. Alexa, Maschinenlicht an. Okay. Alexa, Werkbanklicht aus. Okay. Alexa, Werkstatt aus. Okay. Dann schaltet er mir alles aus, ja? Alexa, Werkstatt an. Okay. So, und hier oben drin habe ich meine drei Phasen. Da schaltet die Shelly drei Relais. Hier liegt der Kram schon auf dem Tisch. Wir machen heute was Elektrisches, und Elektrik ist lebensgefährlich mit unseren 230 Volt auf der Steckdose. Also beachtet die Sicherheitsregeln. Die blende ich euch auch noch mal ein. Ich habe mal wieder 4 Shellys geliefert bekommen. 4 sind schon im Einsatz bei mir im Haus. Funktioniert auch mit Alexa. Es gibt Leute, die sagen, brauche ich nicht. Hatte ich auch früher gedacht, aber es hat Wahnsinnsvorteile, wenn man das entsprechend einsetzt für seine Bedürfnisse. Also, die Teile kommen hier. Machen wir mal ein Unboxing in dieser kleinen Box, und das Ding ist hier Durchmesser 4 cm, ja, also richtig schön klein und kann dafür umso mehr. Ihr kennt alle noch hier diese Funksteckdosen, die dann irgendwann mal einen Geist aufgeben, nur weil hier diese Tasten nicht mehr funktionieren, spätestens wenn du eine Cola drüber gegossen hast. Ja, dann schmeißt man das in den Müll. Ne? Ich schmeiß so Sachen nicht weg. Ich habe mehrere von der Sorte noch, obwohl das nicht mehr richtig funktioniert, noch in meinem Fundus liegen. Und die eignen sich wunderbar, um hier rein die Shelly einzubauen. Weil ich habe hier schon die Connection zum 230 Volt, was aus der Steckdose kommt. Und die Elektronik da drin, die macht ja nichts anderes als die Kontakte hier auf die Steckdose durchzuschalten. Und das kann genauso unsere Shelly machen.
Ja, natürlich kann man die Dinger fertig kaufen bei Shelly. Der Ding heißt Shelly Plug, kostet 20 Euro, das kostet 10 Euro. Ja. Und ich muss ehrlich sagen, mir gefällt das fast besser und ich habe ein Bastelprojekt und die Dinger, die funktionieren ja noch, bis auf die selbst die Elektronik da drin funktioniert noch. Ne? Das heißt, ich kann den Schalter hier elektronisch nutzen, an- und auszuschalten. Ja? Aber egal, ich will die Gehäuse nutzen, um meine Shelly da reinzubauen. Ich habe das schon viermal gemacht und jetzt heute kamen wieder weitere vier Shellys. Ja, da geht's schon los. Wie kriege ich die Dinger auf? Ja, also da ist oftmals keine Chance, mit einem stinknormalen Schraubendreher reinzukommen. Ich brauche jedenfalls einen dreieckig geschliffenen Schraubendreher. Der muss hier vorne auf der Sichtfläche ein Dreieck haben. Dann guckt man sich das an mit einer Lupe da drin. Aha, so groß muss es sein, Kantenlänge von 1,5 mm oder so. Und dann nehme ich mir einfach einen Nagel her und feile mir hier vorne oder gehe an eine Schleifmaschine, ja, zur Not auch einen Winkelschleifer und schleife mir hier einfach hier so ein Dreieck dran. Und wenn es beim ersten Mal nichts geworden ist, schleift man es nochmal ab und probiert es nochmal. Und ich habe mir das Ding schon gemacht und stelle fest, er sitzt da drin. So, jetzt nehme ich hier meinen Akkuschrauber und dann öffnen wir mal. Die zeigen ja schon entgegenkommen, ne? So, dann zeige ich euch mal die dreieckige Schraube mit dem dazugehörigen selbstgemachten Dreieckschraubendreher. So, wenn man solche Sachen macht, bietet sich immer an, dass man hier eine Schüssel dazu hat, wo man die Schrauben dann reintut. So. Und das geht dann auch relativ leicht auf. Ja. Hier haben wir natürlich jetzt noch was auch noch entfernt werden muss. Und das ist die Elektronik-Tasterplatine. Das brauchen wir alles nicht mehr. Also die ganze Elektronik hier schmeißen wir einfach raus. Ja. Was ich für wichtig halte, ist, dass man hier, die Leitungen sind nicht übermäßig lang. Ja? Und um die nicht großartig verlängern zu müssen, weil das ist hier wieder mit einer Lüsterklemme oder hier was dran löten und sowas, dann ist wieder die Gefahr zu groß. Deswegen werde ich das rauslöten hier mit dem Lötkolben, damit ich an der Stelle das in der Shelly dann wieder so verschalten kann. Man könnte auch mit dem Seitenschneider, weil die Platine geht, ist ja kaputt, da hier ringsherum alles wegpopeln und wegmachen. Ja, ich will also möglichst das Kabel lang genug erhalten. So, Freunde, jetzt erstellen wir uns erstmal einen Schaltplan hier. Wir haben unseren L, der da kommt. Ne? L. Und wir haben auch unseren N. Farbton, Farbe, Farbauswahl. Den machen wir hier ein bisschen heller blau. Ne? So, und das nochmal zurück und haben hier den N. Den Neutralleiter. So, und dann können wir unser Gerätchen in die Steckdose stecken. Ja, also gehen wir her
und zeichnen uns erst einmal jetzt hier die Shelly in Schwarz. Die Shelly in dem Gehäuse. Das Gehäuse können wir uns vorstellen, ja, wo die dann drin liegt. Ne? Aber hier die Shelly, die zeichnen wir uns mal so, wie die Shelly auch aussieht hier. Ja. 1, 2, 3, 4, 5 Kontakte. Und die Dinger sind benannt mit 0, 1, mit SW und L und N. Das heißt, wir stecken das in die Steckdose und den N auf den N. Also gehen wir wieder her, suchen unsere blaue Farbe und stecken das in den N und stecken die L auch in die Steckdose da rein. Ja? So, und dann könnte man das auch noch in Blau machen hier. Das ist eine Connection, ja. Das ist das, was auf die Kontakte muss, die hier unten rauskommen, ja. Wir werden dann auch noch einen Schalter einbauen, einen zusätzlichen Schalter, um die Shelly auch einfach manuell überbrücken zu können. In Klammer, nicht mit der Shellys Licht einzuschalten, sondern hiermit. Und dieser Schalter ist der hier. Den Schalter, den machen wir einfach mal schwarz. Den Schalter machen wir schwarz. Hier. Und den, weil man ja die Phase schalten soll, bringen wir den auch auf die Phase. Das ist unser Schalter. Und hier ist natürlich eine Brücke, ne? So. Dann die obere Steckdose, ja, die obere Steckdose soll dann hier unser, ich überlege gerade, wie ich die zeichne, die zeichnen wir am besten so, die obere Steckdose ist 1 und 2 und hier hat sie natürlich auch die Erde, die ich hier nicht gezeichnet habe. Jetzt haben wir hier von der Shelly den einen, den 0, den machen wir wieder braun. Der 0 kommt hier drauf und den 1, den müssen wir hier oben dran machen. Und hier brauchen wir ja an der Steckdose noch den Neutralleiter, ja, den blauen. Und den holen wir da. Hier oben habe ich vergessen, den Punkt zu machen. So, das ist unser Schaltplan. Da könnt ihr euch jetzt einfach einen Printscreen machen, beziehungsweise ich mache einen, damit ihr den auch in der Ebene habt. Ich habe also den Plan ja oben rechts halt noch ein bisschen bereinigt. Ich habe extra mal diese drei Schnippel, den braunen, den schwarzen und den braunen, da stehen lassen. So, Freunde. Gemäß von unserem Schaltplan müssen wir ja zu der Shelly kommen. Dann
will die Schelle hier den L1 drauf haben und da den N. Der L1 kommt hier von unten, ja, die Phase, und der neutrale hier ist dann der, klar, habe ich hier schon drauf gesetzt. So, wenn ich jetzt aber noch einen Schalter mit einbauen will, da muss ich im Grunde auch noch eine Brücke schaffen oder eine Möglichkeit, um die 1 und den Schalter zusammen mit dem L drauf zu bringen. Deswegen setze ich an der Stelle hier noch eine Lüsterklemme. So, weil ich mir überlegt habe, dass ich hier ja eh eine Lüsterklemme hinsetzen will und muss, kann man natürlich auch eine Ader Endhülse da einbauen. Dann nehmen wir auch die blaue. Und dazu brauchen wir natürlich auch die Ader Endhülsenzange. Und dann verpressen wir das hier ordentlich. So, jetzt probiere ich nochmal. Und der ganze Kram wäre nämlich so nicht mehr in die Shelly reingegangen. Ja? Doch, mit Kraft. Das hier kann man jetzt, das kann man jetzt schon mal montieren. Weil ich wollte auf gar keinen Fall das wieder aufmachen, um das da dran zu löten oder zu kleben. Das war ja schon so eine ordentliche Verbindung. So, das heißt, das ist der braune. Da holen wir uns hier ein Stück Draht. Und dabei müsst ihr halt aufpassen, dass in jedem Fall alle Adern damit drunter sind, nicht dass hier hinten einer rausguckt. Ne? So. Der kommt mit dazu. Und der kommt dann hier, das ist ja unsere L. Ne? Der kommt schon mal auf die Shelly. Wir haben also die Verbindung hergestellt und wir haben die L hierher geholt. Jetzt holen wir unseren Schalter, der auch mit auf die Lüsterklemme kommt, weil das braucht ja eigentlich nur den L und die 1 muss auch da drauf. Also noch eine braune Brücke. Dasselbe nochmal. Der kommt auf die 1 und die 1 könnte auch direkt hier mit drauf, kriege ich aber nicht mit runter, deswegen kommt er hier mit dazu. So, dann brauchen wir jetzt noch den Schalter. So Freunde, ich schlachte immer meine Geräte aus, hier habe ich einen Schalter, na, der ist sogar schon verdrahtet. Aber die gefallen mir hier für den Zweck besser. Und die werde ich da einsetzen. Und zwar am besten hier oben auf dem Deckel. Hier. Da sind schon Löcher und Fenster drin. Und den setze ich so da rein. Am besten hier unten. Damit könnte die Shelly hier oben sitzen und der da unten gerade mal so reinragen. Das heißt, ich muss mir jetzt erstmal für den Schalter das Fenster raussägen. Das mache ich mit der Laubsäge. Das muss ich euch nicht filmen. Ich habe die Ausschnitte mir gemacht. Da muss jetzt der Schalter reingeklipst werden. Die Leitung geht dann da durch. Aber für euch zur besseren Übersicht, damit nicht das Gehäuse hier noch darum baumelt, da werden wir das schon mal so verklemmen.
Also, hier nach dem Schaubild, was ich mir gemacht habe, hier soll ja der Schalter, der hier gekennzeichnet ist mit SW, für Switch in Englisch, ne? Für SW, der geht hier von der Shelly auf die Phase, auf den L, also auch mit auf die Lüsterklemme. Vergleichbar mit dem Schaltbild, was hier Shelly mitliefert. Da ist hier der Schalter, ne? Also der Lichtschalter, auch auf SW mit Grau und auch auf die Phase. So, und das ist im Grunde nichts anderes, wenn ich hier oben auf die Phase gehe, als wenn ich gleich hier mit drauf gehe oder damit an den Verknotungspunkt, der hier unsere Lüsterklemme darstellt. So, da haben wir jetzt hier unseren Switch. Und den zweiten Switch, den klemmen wir hier mit dazu. Ja, jetzt werden die ganzen Elektrowissenschaftler sagen, das darf man nicht. Ja, und deswegen sage ich euch, Leute, ja, nicht nachmachen. Ja, weil irgend so ein VDE-Hansel hat garantiert was dagegen. Drei Ader-Endhülsen hier zusammen zu vereinen. Das ist eine Vereinigungsklemme. Da könnte jetzt wieder einer sagen, wozu brauche ich zum Vereinigen eine Klemme? Ja? So, wir haben den blauen, wir haben die Phase, wir haben den Schalter mit hier drauf geklemmt, wir haben die 1 verdrahtet. Ja, das ist eben alles auf unserer Lüsterklemme. Und jetzt gehen wir mit der 0. Mit der 0 noch zu unserer Steckdose, nämlich zu der, die geschaltet wird. Ja, und das bedeutet, dass das, wo von oben hier unser Stecker dann reinkommt, also unser Verbraucher an der Stelle, na, also statt der Glühlampe, da kommt jetzt. Lass mal sehen, wie das hier drin war. Guck mal so. So, sitzt das richtig toll da drin. Dann kommt er von oben. Das Gehäuse. So. Der ist noch fest. Und dann muss der einfach nur noch auf die Null. Wenn wir das Ding so rumdrehen, geht das, ohne dass wir da noch eine Verlängerung machen müssen. Ja. So, also ohne Aderenthülse geht's rein. Und jetzt. So. Und jetzt können wir das Ganze mal ausprobieren. Ich zeige es euch noch mal jetzt in der Nahaufnahme, ne? Also wie ich hier die Shelly verschaltet habe. Die Dinger, die kommen eben auf die Lüsterklemme und gehen dann auf die Phase, die von unten kommt. Hier ist der Schalter eingebaut. Hier. Und hier oben, hier habe ich mal Schaltbilder gedruckt. Die lege ich mit da rein. Und hier ist mein eigentlicher Schaltplan, wenn wir sehen. Ne? Also ich habe den nochmal korrigiert bzw. angepasst oder so gezeichnet, dass man, ihr könntet euch hier von den Printscreen machen, ja, und dann habt ihr den Schaltplan. Ja, ich habe praktisch mal jetzt hier rausgelöst, ne? Ihr seht ja, wie es vorher war. Ich habe hier rausgelöst, dass hier, das ist hier auf unserer Lüsterklemme, ja, das ist der Stecker, hier dieser Stecker, der in die Steckdose gesteckt wird und dann an L und an N hängt
Und hier ist unsere geschaltete Steckdose, wo wir dann unseren Verbraucher reinstecken können. Ja. So. Ich sag's nochmal, ja, nicht nachmachen. Ich zeige euch hiermit nur, wie ich es gemacht habe. Ne? Strom ist gefährlich und ja, wenn man da eben dran rummacht und es könnte ein Brand entstehen, es könnte, ja, man könnte einen starken Stromschlag kriegen, das kann tödlich enden. So, und jetzt, ich habe ja hier gleich zwei von den Dingern mir gemacht. Jetzt mache ich den Deckel drauf und dann wird es angemeldet im Shelly, auf der Shelly App. Jetzt holen wir uns mal hier, damit ihr das alles schön noch sehen könnt, die Shelly auf den Schreibtisch. Und wir schließen hier diese Lampe an. Und an, aus, ja. Und wir schalten die Lampe an und stecken sie schon mal hier mit dazu. Und schalten mal manuell an und aus. Das funktioniert schon mal. Wenn wir den jetzt probieren wollen, da wäre es natürlich Schwachsinn, wenn der auf 1 steht. Also soll auf Automatik stehen und das ist manuell. Ne? So, jetzt gehen wir in die Shelly App. Hier in der Shelly App habe ich zwei Räume eingerichtet. Einmal meine Werkstatt. In der Werkstatt ist mein Kompressor angeschlossen über eine Shelly. Und im Büro ist mein Drucker angeschlossen und damit fing das ganze Shelly eigentlich an bei mir im Haus, weil mein Drucker 2 Etagen weiter oben steht. Reicht's, wenn wir unten jetzt zur Alexa sagen, Alexa, Drucker an, und dann geht hier oben mein Drucker an. Anschließend, wenn ich fertig bin mit Drucken und irgendwann mal das Druckerzeugnis abhole, dann kann ich von unten aus wieder rufen, Drucker aus, weil im Standby hat er auch 15 Watt Strom verbraucht. Ne? Okay, der ist natürlich jetzt aus. Meine Teichpumpe, die zwar auch hier oben noch dranhängt an dem im Büro, und auch meine Heizung, die eigentlich unten oder gar die Teichpumpe draußen ist, das will ich auch noch ändern. Ne? So, aber ich habe immerhin schon mal eine Werkstatt eingerichtet und in der Werkstatt ist bisher nur der Kompressor dran und diese Steckdose, die wir eben gerade zusammen gebaut haben, die will ich noch in der Werkstatt mit installieren, damit ich das Licht schalten kann. Da haben wir hier, ich kann Gruppen, Groups, Add addieren, hinzufügen, ja. Currently you don't have any groups. Ich habe also noch keine Gruppen eingerichtet. Aber hier kann ich Szenen einrichten. Ich will ja ein Gerät hinzufügen. Ja. Add device kommt hier raus. Ne? Hinzufügen ein Gerätchen. Das ist unser Ding. Add a device by IP. Also wenn ich die IP-Adresse weiß, kann ich es auch hinzufügen. Oder entdeckte Devices, discovered. Ne? Wir gehen einfach mal auf Add device. Was will er da haben? Devices only support im 2,4 GHz Netzwerk und mein oben 5 ist mein 5 GHz Netzwerk. Das können wir gar nicht gebrauchen. Ja. Mein Passwort eingegeben. Dann will er wissen, was für ein Ding. So ein Searching for Device. Er sucht nach Devices. Shelly möchte sich mit dem verbinden. Sag mal okay. Er holt sich das Device, er macht was. Adding to Wi-Fi. So, jetzt haben wir die, hat er die gefunden. Suche den, wähle den Raum aus.
und wähle das Bild aus. Das kann ich nicht anwählen, also muss ich hier auf Next gehen. Dann wähle ich die Werkstatt aus und kannst noch ein Bild aussuchen. Ja, mal Next. Was für ein Bild? Das kann man auch, glaube ich, nachträglich noch ändern. Ich wollte damit das Licht schalten. Dann nehmen wir doch mal das Bild und sag dann, ich kann sogar noch ein Bild hochladen. Ja. Die Shelly 1 ist mit Alexa nun verbunden. Jetzt habe ich hier die Shelly 1. So, und die holen wir uns jetzt. Der will natürlich gleich ein Update haben. Okay, dann machen wir als erstes mal das Update. Update, ja. Das dauert natürlich jetzt eine Weile. Ja, Freunde, es hat ewig gedauert, weil ich nämlich hier mit meinem iPad nicht in oben angemeldet war, sondern in meinem oben 5 oder in dem direkt in der Fritzbox über die 5 Gigahertz. So, jetzt haben wir sie richtig angemeldet und jetzt probieren wir sie. Und die Lampe ist ja drinnen. Seht ihr überhaupt was? Ja, hier oben. Und jetzt sagen wir mal an, aus. Ja, und mein Kram funktioniert. Prima. Und dasselbe machen wir mit der Nummer 2 auch. Die ist an, machen wir das Ding aus und sagen hier wieder hier drüben im Menü Add a Device, in oben Enter your Password. So, und das Symbol hat mir nicht gefallen, ich will das Ding wieder haben. Das kann man auch jederzeit ändern. Möchte sich mit dem WLAN verbinden, jawohl. Adding to Wi-Fi, er fügt zum Wi-Fi hinzu. Dann so, jetzt soll ich den Room wieder selecten oder auswählen und das Bild auswählen. Das geht ja hier drauf nicht. Hier oben kann ich das Ding schon mal umbenennen. Ja, das nennen wir nämlich Maschinenlicht. Maschinenlicht und sagen Next und dann Next und ich wollte das ausgewählt haben und sag dann Maschinenlicht ist mit Alexa jetzt verbunden. Maschinenlicht heißt er hier jetzt schon, ja. Und Edit Device. Dann, warum kommt hier kein Update? Upload Image. Dann Maschinenlicht an, aus. Der braucht kein Update, seltsamerweise. Ach, jetzt habe ich den hier im Büro dran gebunden, ja. Den können wir noch verschieben. Ich muss wahrscheinlich hier auf das Maschinenlicht gehen. Update your device. Müssen wir erstmal ein Update machen, ja. Okay, machen wir ein Update. Update. Wir editieren uns das jetzt. Maschinenlicht. Und wollen das in die Werkstatt verschieben. Maschinenlicht, Select Room. Dann wählen wir die Werkstatt aus. Und sagen dann, so verschiebt man es. Und schon haben wir das Ding hier in der Werkstatt dabei. Und können hier das editieren. Und nennen das Ding um in Werkbanklicht.
Werk, Bank, Licht. Die zwei will ich nämlich mit der Shelly, die zwei will ich mit der Alexa steuern. Und hier sagt man dann, okay, ich will da auch wieder das andere Bild haben, Edit Device, und dann kommt das Ding auch rein und sage hier dann, so weiß ich, dass das die Teile sind, die ich eingebaut habe in meine Schaltsteckdosen. Und dann gehen wir jetzt in die Werkstatt. Ja, liebe Freunde, ich danke euch für euer Abonnement. Ich danke euch, dass ihr mir einen Daumen nach oben da lasst und schaltet mich wieder ein zur nächsten Bastelei. Und ich sage wie immer, bye bye, sagt der Bastelei.